Mahlzeit, willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog. Und wie ihr im Hintergrund eventuell schon erkennen könnt, sind wir in Düsseldorf. Und was ist in Düsseldorf richtig? Die FKF-Convention, ich glaube, das ist die dritte Ausgabe, geht dieses Mal über 2 Tage. Und mal gucken, was da so geht. Wir steppen da jetzt hin, nachdem wir den Parkplatz gefunden hatten mit dem Minischild, das man übersehen kann. Unauffällig. André, ja, was soll ich sagen? Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön einmal von... Ja, Christian und ich möchten euch heute auf eine Videozeitreise von Achterbahnvideos mitnehmen. Und ich denke, wir haben vielleicht die eine oder andere lustige Anekdote noch im Gepäck und vielleicht auch noch das ein oder andere Video auch von Achterbahn, die aktuell nicht mehr gefahren werden können oder vielleicht bald wieder gefahren werden. Erster Vortrag, Anton Schwarzkopf. Sehr interessantes Thema, war aber anstrengend zum Zuhören, fand ich. Zweite war dann jetzt die Jungs von Movie Motion, ja. Mega interessant, den Kanal verlinke ich euch in der Videobeschreibung, guckt auf jeden Fall mal vorbei und die machen halt für die ganzen Hersteller die ganzen Marketingvideos und haben coole Anekdoten zu erzählen gehabt und jetzt ist Mittagspause und es gibt Mittagessen. Viel Spaß! Ja, vielen Dank mal für die Einladung. Ich bin doch etwas plötzlich zum Vortrag gekommen, aber ich freue mich auch umso mehr, hier ein bisschen was erzählen zu können. Das Thema ist Japan. Wie plane ich eine Reise dahin? Wie führe ich die vor Ort durch? Und darum geht es da. Dann leg mal los. Das Mikro funktioniert, oder? Ja. Ah, sehr schön. Ja, bevor ich loslege, muss ich aus dem Zeitplan sagen. Ich hatte gestern eine E-Mail bekommen, wo ich dann zum ersten Mal erfahren habe, wie lange ich denn laut Zeitplan mit Zeit habe, meinen Vortrag zu halten. Ich dachte nur, nö, das erinnerst du jetzt nicht mehr. Deswegen, ich mache einfach mal das auf die Ursprungsidee, ich mit dem letzten Slot am Tag ein kleines bisschen überziehen. Sorry, dafür. Immer so ein bisschen fasziniert, dass Leute dann über ihre schönen Projekte erzählen konnten, die so machen. André schreibt ein Buch über Hand von Schwarzkopf, Christian und Sascha haben irgendwas über Videos erzählt, die sie produzieren. Und ich stand da wieder da, ich habe ja eigentlich eins gemacht. Ich habe zwar auch noch ein Buch geschrieben, aber. Naja, und auf der Rückfahrt von der Eröffnung von Lost Gravity in den Niederlanden hatte ich dann so eine Eingebung, das wäre doch ein schöner Vortragstitel. Irgendwas mit Schwerkraft und halt. Was in Vergessenheit geraten ist, was wir so wieder gefunden haben. Mitmachen! Nee, du! Ich hatte keine Ahnung. Nach der Mittagspause hatten wir den Vortrag von Bruno Hieser zu Japan reisen. Sehr interessant. Ich weiß jetzt, dass wir nicht nach Japan gehen, weil ich nicht. Witzigerweise haben wir vor 1-2 Wochen selber geguckt und mal versucht, ansatzweise zu überlegen, wie man eine Japan-Reise mal starten könnte. Jetzt weiß ich, wie es geht. Und danach war Ralf Schatzki am Start und hat einen, wie soll man das erklären, einen Exkurs in Achterbahn-Geschichtsmythen gegeben. Und die richtig gestellt oder mal hinterfragt, was in verschiedenen Büchern so geschrieben wurde, ob das überhaupt so richtig ist. Und dann gab es Abendessen, was ihr gerade auch schon wahrscheinlich gesehen habt hier im Vlog. Und jetzt startet gleich das Coaster Jeopardy, wo ich nicht mitmache, weil ich keine Ahnung von nichts habe. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam ist und ja. Ja, ich habe der drückt sich. Bah! Das ist völlig egal, weil da bist du im zweiten Abend die 3. So, wir brauchen noch 2. Was ist das denn überhaupt? Das kann ich doch bestimmt nicht. Kleine Welt? Ich glaube, er möchte. Ja. Ich glaube, die zweite Runde ist einfacher. Ja, ja, das beste Profilbild von allen. Das stimmt. Und Neues machen, nicht? Ja. Das ist keine Anlassung. Das ist ja der erste Spieler, der
Was ihr jetzt nicht wisst, ist, es handelt sich dabei um ein Winterrätsel von unserem Winterrätsel-Spezialexperten Stefan Scheer. Ich bin zwar auch hier. Wir machen auch extra eine Kürbiskategorie für dich. Da ihr alles ins Finale geschafft habt, bekommt ihr natürlich auch alles hervorragend. Alle kriegen Maske. Alle anderen seid ihr nach vorne. So, ich habe jetzt noch ein paar organisatorische Hinweise. Und zwar befinden sich wahrscheinlich über vielen eurer Stühle so Gläser. So, Friends of the Sun, wir sind back in Action Town. Wie ihr gesehen habt, gab es das Coaster Jeopardy. Mega Entertainment, auf jeden Fall super unterhaltsam. Und danach ja, DJ Action tanzen, trinken, quatschen, connecten, Leute kennenlernen. Mega cool gewesen. Super viele coole Leute kennengelernt oder auch wieder getroffen. Und wir haben jetzt 12:01 in der Nacht. Und geht schlafen, denn morgen früh um 9:30 geht's weiter. Gott. Guten Morgen, es ist Sonntag und der zweite Tag FGF Convention startet gleich und wir fahren jetzt erstmal nach Düsseldorf. Die heute auf der Bühne stehen werden und was erzählen werden, geht ja gleich mit dem Erik los. Freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Viele von euch haben im letzten Jahr den Vortrag von Erik gehört. Das war wirklich klasse. Ich habe gestern schon so ein bisschen mitbekommen, wie er sich dann ja nochmal, ich nenne es mal so, nochmal zusätzlich vorbereitet hat, nochmal ein bisschen an seiner Präsentation gefeilt hat. Und ich habe ihm gesagt: Komm, Erik, das wird gut, lass es so und ja, lass es einfach laufen. Also, Erik wird gleich starten. Das wird Hallo, guten Morgen. Ich hoffe, ist jemand verkabelt. Wir sind ganz gut. Wo fängt man an? Ich würde gerne kurz was zur Videoaufzeichnung sagen. Und zwar folgendermaßen: Es ist so, dass ich dem FKF erlaube, das aufzuzeichnen, auf FKF-Forum zu stellen, ins Forum zu stellen, intern, also das heißt, glaube ich, nicht gelistet bei YouTube. Dass man es angucken kann, es ist nicht öffentlich zu machen. Unser nächsten Vortrag, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir den Michael dafür gewinnen konnten, das ist jetzt wieder ein komplett anderes Thema. Ich habe es ja gestern schon gesagt, das ist auch das, was mir an unseren Conventions so gut gefällt. Dieser, wirklich, ja, man kann fast sagen, dieser verrückte Mix an Themen, dass da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen angesprochen werden. Und genau, so wird es auch jetzt sein. Michael wird sich gleich selber nochmal eben vorstellen. Von mir noch ganz kurz der Hinweis, nach diesem Vortrag bitte ich euch noch einen ganz kleinen Moment sitzen zu bleiben und nicht gleich sofort aufzuspringen. Ja, Thorsten, vielen Dank. Auch vielen Dank an den Verein für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und zu euch sprechen darf, denn auch ich bin Vertreter eines Themas, das nicht so bekannt ist und noch nicht so bekannt ist, beziehungsweise wenn man darüber spricht, dann kommen immer auch viele Fragezeichen. Das wird vielleicht bei euch auch manchmal sein, wenn ihr was über Achterbahnen spricht. Achterbahn kennt zwar jeder, aber die Details sind da schön und die Sachen. Ich habe gerade vorher auch ein paar Parallelen auch festgestellt, zumindest ist es auch wirklich eine eigene Welt. Life Escape Games, ein Freizeitangebot der besonderen Art. Jetzt so gut wie alle, die anderen kommen auch so langsam aus ihren Verstecken, sodass wir weitermachen können mit
an dem letzten Programmpunkt für die diesjährige Convention, aber noch mein ganz, ganz, ganz großes Highlight, über das ich mich wirklich besonders freue. Der Felix wird jetzt gleich referieren über seine Arbeit, die er macht, die wirklich sehr spannend ist, sehr toll. So ein ganz bisschen was konnte er uns schon auf der letzten Bustour erzählen, aber das hört ihr ja gleich alles selber. Jetzt schon mal der ganz, wirklich ganz, ganz wichtige Hinweis von unserer Seite und natürlich in erster Linie von Felix Seite. Bitte gleich absolutes, aber wirklich absolutes Film- und Fotografierverbot. Wir sind sehr, sehr froh, dass Felix sich bereit erklärt hat, ihn zu referieren und gleichzeitig auch froh, dass seine Vorgesetzten ihm erlaubt haben, referieren zu dürfen. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Und also da bitte ich euch oder bitten wir euch, das, was ich gerade eben gesagt habe, absolut zu berücksichtigen, aber da sehe ich auch gar keine Probleme. Irgendwann einmal ist die Idee entstanden, etwas zu machen. Und das haben sich dann viele, viele fleißige, helfende Hände bereit erklärt, was sie jetzt hier alles gemacht haben während der zwei Tage. Das habt ihr größtenteils gesehen. Von der Küche natürlich, von Wertmarkenverkauf, hinter der Theke stehen, Merchstand betreuen, vieles. Natürlich, das könnt ihr euch auch vorstellen, war da im Vorfeld sehr viel Arbeit. Wir haben uns da getroffen, zusammengesetzt, was können wir verbessern, was können wir machen, was können wir umsetzen. Und dafür möchte ich mich jetzt auch persönlich einmal bei dieser ganzen Truppe riesig bedanken. Also ich bin mega, mega stolz auf euch und bin wahnsinnig froh, dass ihr das so mitmacht. Und ja, dass es diese Veranstaltung so in diesem Sinne gibt und möchte mich mal ganz explizit nochmal bei ihm hier, bei Leon bedanken. Ja, das ist jetzt, ich mache es jetzt einfach mal mit Leon stellvertretend, wie er gestern Abend auch bis ja fast spät in die Nacht immer hin und her geflitzt hat, ist und immer für saubere Gläser gesorgt hat. Ganz, ganz großes Kino, das war mega toll. Natürlich freue ich mich, oder ja, dass ihr alle gekommen seid, das habe ich schon gesagt, möchte mich auch bei euch bedanken. Ohne euch wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Bei den Speakern selbstverständlich, Felix ist jetzt noch da, auch die anderen, die schon gesprochen haben, die jetzt noch da sind. Auch ohne euch wäre sowas selbstverständlich nicht möglich. Und da möchte ich auch sehr, sehr bitten, Tobi und Claudia, diesen Dank nochmal weiterzugeben an eure Chefs hier mit Zipgate, dass wir die Möglichkeit haben, so die Räumlichkeiten zu nutzen. Das ist ein Juwel für uns, besser geht es gar nicht. Also bitte, bitte gebt diesen Dank nochmal weiter an eure Chefs. Ich wünsche euch jetzt eine gute Heimfahrt, alles Gute, lasst es alles nochmal sacken, meldet euch die Tage mit einem Feedback, wir würden uns freuen, kommt jetzt gut nach Hause und ja, die Saison geht wieder los, wir werden viel Spaß haben dieses Jahr. Dankeschön. Ja, klar. So, das war die FKF Convention 2017. Ihr habt jetzt einiges an Aufnahmen gesehen und ein bisschen was gehört. Ich habe zwischendurch nicht gevloggt, weil wir die ganze Zeit nur untereinander alle am Quatschen waren. Super viele neue nette Leute kennengelernt, habe ich ja gestern schon erzählt. Aber ist echt nice. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, als Nicht-FKF-Mitglied einfach mal hier zur Convention zu kommen. Weil du einfach super viele coole Leute kennenlernst und connecten kannst und einfach nice. Der erste Redner war dann heute der Erisch. war auch mit auf der Skandinavien-Tour. Der hat mir gestern noch was mitgebracht, was ihr demnächst gewinnen könnt. Sehr cool auf jeden Fall. Und da ging es halt um den Spaß am freiwilligen Nasswerden und halt Definition von Splash, Down, Splash, Wasserbahn, Wasserachterbahn, dies, das. Wenn ihr nicht da wart, habt ihr das halt verpasst. Michael. Es ging um Live-Escape-Spiele. Michael Bierhahn. Richtig. Live-Escape-Spiele. Und er ist der Betreiber von so etwas und hat uns das mal näher gebracht und erklärt, wie es funktioniert. Und auch erklärt, wie man in 3-4 Monaten selber sowas eröffnen könnte und dann damit selbstständig werden könnte, wenn man wollte.
super interessant. Sowas wollten wir uns auch schon mal angucken, hatten auch mit jemandem schon Kontakt gehabt, aber das ist irgendwie untergegangen wegen keine Zeit bei uns und Organisationsgründen. Ich hänge mich da nochmal dran, dass wir euch demnächst auch sowas mal zeigen. Ich habe da halt auch schon Bock drauf. Und das sich da selber mal ein Bild davon zu machen. Dann gab es das Mittagessen. Und es gab lecker Chili con Carne. Und nach dem Mittagessen war dann noch eine große Runde quatschen, connecten, voll cool. Und dann hat der Felix vom TÜV Süd über seine Arbeit was erzählt, wie eine Prüfung und Abnahme von Attraktionen und Achterbahnen abläuft, was der TÜV alles macht, was der TÜV so speziell ist im Bereich fliegende Bauten. Und auch ein paar Anekdoten anonymisiert erzählt. Natürlich nicht direkt welche Bahn, welche Parks. Aber sehr interessant, gibt es aber keine Aufnahmen von, hättet ihr dabei sein müssen. Also das sollte jetzt vielleicht nach dem zweiten Mal, dass ich euch das sage, langsam klar sein, dass ihr hier hinkommen müsst, wenn das ist, um halt richtig coole, interessante Dinge zu hören, erfahren, lernen. Und das macht die FKF-Convention für mich auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert jedes Jahr. Würde es nächstes Jahr auch wieder geben. Und wie gesagt, auch als Nicht-FKFler seid ihr sehr, sehr, sehr gerne gesehen, um ja, mehr open-minded. Ihr wisst. Ja, ansonsten haben wir noch was. Danke an den FKF und alle Helfer, Organisatoren für die Arbeit, für die Veranstaltung, war sehr cool. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, ihr seid die Coolsten. Bis zum nächsten Mal. Wie immer gesehen. Peace.